Das BBG Wissen Talk mit einem ja, ganz speziellen Thema, das Thema Insolvenzen. Das ist ein Thema, mit dem wir uns auch gerade dann, wenn wir in einer Krise sind, beschäftigen sollen. Leider ist es ja noch so, dass das Thema Pleite, Insolvenz hier gerade in Deutschland im Gegensatz zu zum Beispiel in den USA als richtiger Makel angesehen wird. Wir drei finden das definitiv falsch. Es kann immer mal sein, dass eine Unternehmensidee nicht funktioniert und dann sollte jeder auch die Chance haben, wieder neu zu starten. Mit dabei haben wir den Björn Rummel. Einige kennen ihn. Er ist beschäftigt bei einer Insolvenzkanzlei, ist Wirtschaftsingenieur. Björn, stell du dich doch einmal bitte vor und sag uns, was du in deinem täglichen Allerlei machst. Ja, ganz, ganz lieben Dank erstmal für die Einladung zu euch. Bin gar nicht angestellt, ich bin Partner. Sorg für mich, quasi für mich selber und für meine Mandate, aber ganz egal, was mache ich, beziehungsweise was machen wir? Wir kümmern uns um die Sanierung, um die Restrukturierung von Unternehmen, die im besten Falle frühzeitig erkannt haben, dass sie in einer Schieflage sind, zu uns kommen und mit denen wir zusammen dann den Weg aus der, ich nenne es mal, Krise suchen und in einen sehr, sehr, sehr großen Prozentteil auch Erfolg haben. Das wird gerade deutlich mehr, das zieht extrem an. Was auch damit zusammenhängt, dass sich die Insolvenzordnung respektive die Antragspflicht wieder ein bisschen geändert hat. Wir sehen halt vermehrt, dass Mandate zu uns kommen, gerade auch, und deswegen unterhalten wir uns ja, aus dem E-Commerce-Bereich und haben da halt auch wirklich verstärkt Zulauf. Das muss ich ganz einfach so sagen. Ist heute ein spannendes Thema. Ich hatte heute Morgen mich mit einer Agentur unterhalten, die jetzt so 5 Kunden verloren hat, weil sie in der Insolvenz sind. Wie sieht es denn da draußen aus? Amazon-Händler, Online-Händler, viele Insolvenzen, hängen viele in der Schieflage. Erzähl mal bitte was über wie ist deine Einschätzung? Was ich bekomme an Mandaten hat deutlich zugenommen. Wenn ich die Marktlage einschätzen soll, dann würde ich sagen, dass wir uns in einem Abschwung befinden. Wir hatten einfach eine Horse in der Corona-Zeit, wo wir unfassbare Umsätze im E-Commerce gesehen haben. Ich glaube, dass viele die Bubble ein bisschen falsch eingeschätzt haben oder dass es halt eine Bubble war. Das haben viele nicht gesehen. Wir sind halt jetzt wieder aus dem Weg aus der Bubble raus. Und da kommen viele Aspekte zusammen, die halt dazu führen, dass viele, die es auch noch gar nicht wissen, in einer Schieflage sind. Weil leider Gottes das ist altersunabhängig, junge oder alte Unternehmer, sich nicht über die Liquidität oder die gesundheitliche Stabilität ihres Unternehmens im Klaren sind. Das sehen wir immer wieder. Das ist total spannend. Ihr werdet das bei BBG auch sicherlich ganz oft sehen, wenn jemand zu euch kommt und sagt, ich möchte gern mein Unternehmen verkaufen, ich hätte gern dafür 1,8 Millionen. Und ihr guckt da rein und sagt, für was denn gerade genau 1,8 Millionen? Das Ding ist ja noch nicht mal gar nichts wert. Da legen wir noch Geld drauf. Und da ist dann also eine Riesendiskrepanz zwischen dem faktischen Sein des Unternehmens, der Stabilität und dem Wunschtraum des Unternehmers. Und das ist wirklich eine Sache, die sehen wir wirklich verstärkt. Das wird natürlich gerade auch nochmal nimmt Fahrt auf, weil die Finanzämter vielen Unternehmen einfach die Steuern gestundet haben. Es gibt viele, die konnten relativ einfach Kredite aufnehmen, sodass jetzt eine Vielzahl von Faktoren zusammenkommt, die eben dazu führt, dass die Unternehmen in Liquiditätsengpässe kommen.
Das ist einfach so. Also generell sehen wir eine Zunahme von Schieflagen. Ich sage es jetzt einfach mal Schieflage. Eine Insolvenz kann viele Facetten haben, aber Schieflage und gepaart mit einem Nichtwissen des Unternehmers über die eigene wirtschaftliche Lage. Das muss man einfach so sagen. Das finde ich im Grunde genommen auch eine sehr, sehr wichtige Sache, worüber wir reden sollten, dass Unternehmer nicht in der Lage sind, ihr eigenes Unternehmen realistisch einzuschätzen. Das ist auch ein Punkt, den ich häufig sehe. Entweder liegt es an der reinen Charaktereigenschaft des Unternehmers, der tatsächlich sich selbst belügt, das auch irgendwo so semi-bewusst tut, oder aber er ist schlicht und ergreifend nicht in der Lage, seine Leistungskennzahlen, die KPIs einzuordnen und zu bewerten. Es scheitert in meinen Augen ja schon mitunter daran, dass die Damen und Herren sich nur auf die BWA stützen und diese mitunter noch nicht einmal lesen können. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Wenn das mal so wäre, dass sie sich zumindest auf die BWA stützen, ja, wobei dir ja auch vollkommen klar sein muss, dass du dass eine BWA halt schon alt ist. Ja, also wenn du die BWA vom Steuerberater auf den Tisch kriegst, was haben wir gerade? Wir haben den 14. Ich hatte, dann ist das die jetzt vom Januar, genau, wenn du Dauerfristverlängerung hast. Ja, ja gut, da sind schon 6 Wochen rum. Ja, und dann red mal wirklich, also guck dir mal die BWAs an. Also gerade brauchst du noch nicht mal in den E-Commerce-Bereich reingehen, da wird's richtig gruselig. Ja, aber wenn du dir die BWAs anguckst, guckst dir die Sachkonten an, frag mal auch in deinem Umfeld andere Unternehmer, haben die sich in DATEV die Sachkonten freischalten lassen? Können die gucken, welche Belege zugeordnet sind? Machst du eine Plausibilitätsprüfung? Wieso steht denn im Januar 12.000 Euro in Versicherung? Was ist denn da los? Das fragt sich keiner. Ja, musst du wirklich sagen, das ist fahrlässig. Da kannst du natürlich sagen, ja, ich habe so viel zu tun und PPC schießt mir gerade durch die Decke und überhaupt und auch der Stress mit dem Lager und hier, ich kriege meine Finanzierung nicht mehr durch und weißt du, alles egal. Ja, Marc, wir müssen uns, was drauf ankommt. Jo. Marc, wir müssen uns den Tag grün im Kalender anstreichen. Also nicht rot, sondern grün. Ich glaube, Björn ist der Erste, der dem, was wir hier seit gefühlt Jahren erzählen, quasi mal so aus fachmännischer Perspektive, so aus Draufsicht mal recht gibt. Ja, also, oder das mal so ein bisschen nochmal von einer anderen Perspektive, aber halt ganz ähnlich sieht, ne? Weil du hast ja schon von Frittenbuden gesprochen und ich sehe es ja nicht so hart. Ich würde jetzt, Björn, du hast es so angedeutet, ich glaube, ganz viele sind überfordert. Also, das ist einfach quasi ja keine Ausbildung, Geschäftsführer, sondern du fängst da irgendeine geile Idee an. Du bist eigentlich ein Erfinder, ein Kreativer, irgend sowas, ja, dann, oder ein Ideeninhaber, in Anführungsstrichen, und dann wächst das plötzlich und wächst und wächst und dann wird es komplexer und dann gibt es immer mehr Bestandteile und du bist Geschäftsführer und ein Unternehmen reicht nicht mehr aus, da muss schon eine GmbH her und du mal ja. Und insofern ist, glaube ich, auch ganz viel Überforderung und es gibt einfach nicht diesen Kurs. Mit wie vielen Geschäftsführern, was ihr jetzt gerade gesagt habt, mit wie vielen Geschäftsführern habe ich gesprochen, BWA, keine Ahnung, und überlegt mal, selbst eine BWA, die hat ja schon den Steuerberater gemacht, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ich will jetzt nicht sagen, dass eine BWA gemacht ist, ja. Aber ich sag mal, die ist ja schon sehr formuliert, ne? Und da wird schon, das wird ja schon in Anführungsstrichen, da hat ja schon mal drüber nachgedacht jemand. Die Daten davor, die da ja reinführen, die musst du ja eigentlich aus dem FF kennen. Und eigentlich müsste ein IHK oder einen Volkshochschulkurs Geschäftsführer GmbH geben. Und erst wenn du den Schein hast wie ein Führerschein, darfst du eine quasi. Händlerführerschein, das ist mein Spruch, ja. Ja. Nee, ganz ehrlich, was meinst du, wie oft, das habe ich auch schon, ich bin hier Insolvenzgericht Düsseldorf relativ viel, da habe ich auch dem Vorsitzenden Richter schon mal gesagt, ey, sag mal, wieso machen wir das nicht verpflichtend? Wieso machen wir nicht verpflichtend eine Prüfung durch Insolvenzverwalter, wenn ein Unternehmen eine bestimmte Größenordnung ist, die Größenordnung ist egal, wenn du eine bestimmte Jahreszahl überschritten hast, weil dir hilft ja keiner. Das ist auch gar nicht, ich will gar nicht sagen, die Leute sind doof. Du hast vielfach mit Unternehmern zu tun, die da sagst du, wie viel Umsatz machst du gerade? Ein Kumpel von mir in Berlin. 15 Millionen aus dem Nichts. Ja, geile Sache, geile Nummer. Ja, und wie ist deine Eigenkapitalrentabilität? Brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber dann sag ich so, Alter, was ist denn bei dir los? Du musst dann halt, also,
Okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn nochmal ganz kurz zurück zur BWA. Die BWA sagt ja auch noch nichts über eine Kapitaldienstfähigkeit aus. Finanzierungstätigkeiten, hör dich mal um, was die Leute akzeptieren da draußen. Da wird dir gesagt, ja, komm, hier, ich brauche dringend 100.000 Euro. Irgend so ein windiger Finanzierer kommt daher und sagt, ja klar, kriegst du 18% effektiv. Ja, sag mal, die Leute unterschreiben das. Ja, oder sagst du so, sag mal, darf ich mal deinen Puls fühlen? Also, das ist halt schon. Der Punkt ist meines Erachtens tatsächlich auch der, dass wirklich Händler entweder jemanden zur Seite haben müssen, der sie berät und der vor allen Dingen hilft, ihnen zu erklären, wie die Zahlen aufzubereiten sind und was sie aussagen. Das ja. ist die Transparenz. Also die wirtschaftliche Transparenz des eigenen Unternehmens sind Basics, die tatsächlich jeder kennen muss. Eigentlich sollte das ja auch die Aufgabe eines Steuerberaters sein. Und damit sind wir beim Punkt. Ja. Sollte das die Aufgabe sein? Und deine Einschätzung, wie rechtzeitig weisen Steuerberater ihre Mandanten darauf hin? Oh, das ist ein spannendes Thema, weil es gibt eine das ist ein Thema, mit dem wir relativ viel zu tun haben, weil viele Steuerberater sich gar nicht der Gefahr, in der sie sich befinden, bewusst sind. Thematik ist, bist du bilanziell überschuldet und stellt der Steuerberater die Bilanz zu Fortführungswerten auf? Das muss ich kurz erläutern. Es gibt zwei unterschiedliche Bilanzwerte, die du aufstellen kannst. Das ist einmal Fortführungswert, das ist, was jeder von euch kennt. Das ist einfach, dass du deine Bilanz zu den Werten, die man halt hat. Ja, das Auto ist 60.000 wert, das ist, steht dann für 60.000 der Bilanz. Sondern, dass man die bei einer Überschuldung zu Zerschlagungswerten aufstellen muss. Um dann auch zu gucken, reicht dann unter Zerschlagungswerten das Geld aus, um die Verbindlichkeit zu bedienen. Da sind sich viele Steuerberater über die Gefahr gar nicht bewusst, weil wenn der Insolvenzverwalter am Ende hingeht, wenn du in der Schieflage bist und sagt dann, ja Moment mal, aber die Bilanz, die ist ja schon 4 Jahre so mies, sag mal, was ist denn mit dem Steuerberater los? Dann ist der Steuerberater mithaftbar. Und das wissen die meist nicht. Das kannst du nur heilen durch eine Fortbestehensprognose. Die stelle ich am Fließband auf, wo du halt dann sagst, okay, ist das Unternehmen wirklich zahlungsfähig in den nächsten 24 Monaten? Ja, also das geht immer miteinander einher, dass du sagst, okay, bilanziell überschuldet, yes, aber kannst du deinen Verpflichtungen trotzdem in den nächsten 24 Monaten gerecht werden? Auch yes, okay, dann ist es geheilt, dann darfst du die Bilanz weiterführen. Alles gut. Aber darf ich dich kurz hier unterbrechen? Ja, klar. Und das ist super wichtig, weil die Fortbestehens, ich nenne sie Fortführungsprognose. Das sind zwei Sachen, ja, aber ja. Hat schriftlich zu erfolgen, muss dokumentiert sein, idealerweise sogar mit einem Geschäftsführerbeschluss, ja. So dass ihr euch vor der Haftung als Geschäftsführer schützt. Entschuldigung, Björn. Nee, du hast da vollkommen recht. Nee, es gibt halt einfach, es gibt zwei Sachen. Es gibt einmal das IDWS 11, das ist die Fortbestehensprognose, und es gibt das IDWS 6, das ist die Fortführungsprognose. Die bedienen zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist wirklich eine Freistellung der Haftung, genau wie du sagst, sowohl für dich als Geschäftsführer als auch für den Steuerberater. Das andere geht mehr in die Fortführung des Unternehmens, wird sehr gerne von Banken angefragt, die dann sagen, ja, wir möchten jetzt mal sehen, passt das auch alles wirklich, ist deutlich umfangreicher. Aber ist für den Laien erstmal vollkommen wurscht, in dem Moment, wo du dich so weit damit befasst hast, was die meisten überhaupt nicht tun, dass du sagst, oh, hier läuft was schief, ich sollte mal aktiv werden. Und das darf man da bei der ganzen Sache halt auch nicht vergessen, da sind sich auch viele gar nicht drüber bewusst. Es gibt eine Verpflichtung zur Krisenfrüherkennung. Du hast die Verpflichtung als Geschäftsführer, eine fortlaufende Liquiditätsplanung aufzustellen. Das heißt, du kannst noch nicht mal sagen, ja, ich wusste das gar nicht, das war mir gar nicht so. Und nein, das sagt das Gesetz aus. Und wir reden hier ja nicht über Spielkram, sondern im Zweifel kommt dann wirklich der Staatsanwalt und macht dich haftbar wegen Insolvenzverschleppung. Das willst du nicht. Ja, und dann ist auch nichts mit Restschuldbefreiung. Ja, also das geht's jetzt relativ weit schon, aber
geht auf verschiedene Teilbereiche und so. Aber man muss sich einfach auch der Gefahr bewusst sein, in die man sich da begibt. Also es ist alles fun and games, ja, wenn es läuft und so, alles easy, und dann stellst du dir von mir aus deinen Siebener vor die Tür und machst einen heißen und so. Aber Rolex an den Arm ist Klassiker. Aber du musst dir halt auch der Gefahr bewusst sein, in der du dich befindest, und auch Thematik. Ich nehme mal eben 100.000 Euro Kredit auf. Ja, der Selbstauskunft, ja Gott, das schreibe ich mal rein, du, ich habe ja noch irgendwo da irgendwas rumfliegen und so. Das ist ja gar nicht da, das interessiert ja keine Sau. Bullshit interessiert es keine Sau. Da kommt der Insolvenzverwalter und sagt, Moment, da steht aber noch die Goldsammlung und so. Und wo ist die jetzt? Also ist der, oh ja, das war, ja, ich war so eng, ich brauchte das Geld. Das ist dann halt Krediterschleichung, ne? Das ist Bankbetrug. Also wir reden da über harte Straftaten, ne? Definitiv. Und das, also jetzt nochmal den Bogen ein bisschen zurück. Steuerberater, in der Tat, das ist auch meine Wahrnehmung, ja, beraten ihre Mandanten nicht hinreichend, wenn sie anhand der Zahlen eigentlich erkennen sollten, dass das Unternehmen in einer Schieflage ist. Es scheint mir ein Problem in den Kanzleien selbst zu sein, dass die Buchhalterin, die im Grunde genommen die Zahlen aufarbeiten, hier Informationen nicht in der Form weitergeben an den Steuerberater. Und warum auch immer, vielleicht hat sich's noch nicht so rechtlich durchgesetzt. Das ist mit Sicherheit der eine Punkt. Der andere Punkt ist noch einmal der, viele Händler erkennen nicht die Gefahren. Und die Gefahren sind latent da. Ich erzähle euch mal was kurz aus meiner eigenen Geschichte. Ich war Geschäftsführer einer 100% gesunden GmbH. Ohne einen Cent Verbindlichkeit, ohne einen Cent Schulden. Es war eine kleine GmbH. Ich habe mich von meiner Ehefrau getrennt. Meine Ehefrau hat mich als Geschäftsführer abberufen. Und ich habe das Konto immer auf Null gefahren. Hatte mir Geld auf ein anderes Konto überwiesen, auf das sie keinen Zugriff hatte. Mit der Konsequenz, dass sie mich dann, weil sie war technisch nicht in der Lage, Rechnungen zu schreiben, und es war auch nicht in der Lage, entsprechend für Liquidität zu suchen, für Sorgen, sodass dann Rechnungen kamen. 1.500 Euro waren keine großen Rechnungen, sodass sie dann Insolvenz angemeldet hat. Und ich hatte ein Verfahren wegen Insolvenzverschleppung am Popo. Ich war völlig entspannt. Tatsächlich ist das Ding aber so weit gegangen, dass es bis zur Anklage gekommen ist. Und im zweiten Termin ist der Insolvenzverwalter als Zeuge gehört worden, der dann innerhalb seines Gutachtens wiederholt hatte und sagte, solange wie Herr Steyer das Unternehmen geführt hat, war das völlig in Ordnung. Und gab es keine Anzeichen für eine Insolvenz. Das führte dann dazu, dass dann die Klage zurückgezogen worden ist. Aber, auch das muss man ganz deutlich sagen, dazwischen gab es bei mir eine Hausdurchsuchung. Punkt. Also, das ist jetzt mal die Ernsthaftigkeit, was denn da passiert. Und was da für Wirkmechanismen im Zweifelsfalle auch einem passieren können. Und ihr möchtet nicht, dass um 9 Uhr die Polizei mit zwei Mitarbeitern, einer vom Ordnungsamt, vor der Tür steht und sagt, bitte sehr, und jetzt hätten wir gerne. No? Das ist zutiefst unangenehm. Und wenn ihr nur ein bisschen Dreck am Stecken habt, und den habt ihr schnell, ganz schnell am Stecken, dann habt ihr tatsächlich ein echtes Problem. Und das kann eure gesamte Existenz kaputt machen, weil am Ende des Tages kann dann auch ein Berufsverbot stehen. Das heißt, ihr dürft nicht mehr als Geschäftsführer arbeiten. Und das ist wirklich ganz... Aber das Problem ist ja, also ist bestimmt total vielschichtig. Du kannst nicht sagen, es gibt nicht den Geschäftsführer und so weiter. Ja, aber ich sag mal jetzt E-Commerce. E-Commerce ist ja bis vor wenigen Jahren noch kein wirklicher Ausbildungsberuf gewesen, und ich würde jetzt auch mal einfach behaupten, dass, ich schmeiße jetzt hier einfach mal so eine hart geschätzte Zahl raus, 99,9% der heutigen Geschäftsführer im Bereich des E-Commerce haben keine E-Commerce-Ausbildung als solches. Ja, keine Ahnung, hier in Hamburg gibt es sowas und IHK, keine Ahnung, irgendwie so.
würde ich jetzt einfach mal behaupten, sondern die sind Bäcker, Müller, Fleischer, BWLer, was der abgebrochener BWLer, keine Ahnung, Abiturient, irgendwas. So, ne? Weil sie hatten eine Idee und dann ging es irgendwie los in E-Commerce und so, Selbstläufer, so. Wenn du jetzt sagst, Marc, du kannst jetzt von einem Auditorium sitzt ja hier quasi. Wenn wir hier irgendwann 10.000 Zuschauer bei dem Video erreichen, keine Ahnung, nächste Woche, ja, dann sitzen da ja quasi im Auditorium, hast du hier die Halle voll. So, und du sagst jetzt in die Runde, ihr seid euch gar nicht bewusst darüber. Oder wenn ihr Dreck am Stecken habt, dann macht mal lieber. Ich glaube, die Leute wissen es aber gar nicht. Also, richtig. Es ist ja nicht so dieses, also wenn wir hier im Vorsatz wären die ganze Zeit, ja, und in diesem, oh, hoffentlich merkt es keiner und mein Steuerberater, den weihe ich mit ein und dann machen wir den mega cool und setzen uns nach Südamerika ab. Ich glaube, im Millimü-Bereich hoffentlich, oder? Was sagst du, Björn? Nee, sehe ich genauso wie du. Also das ist aber auch das, was die ganze Sache so schwierig macht. Aber ich sehe es genauso wie du. Dann hast du vielleicht noch einen schicken Kurs gebucht von einem mittlerweile insolventen Düsseldorfer Beratungsunternehmen. Denkst, da läuft alles super. Ich mache mich mit Yoga-Blöcken selbstständig bei Amazon. Es wird garantiert ein Bringer. Sehe ich genauso wie du. Vorsatz habe ich auch wirklich in Größenordnung, also die Jungs, die es mit Vorsatz treiben, die treiben es hart. Und das sind dann immer so Sachen, wo du so aussagst, ich meine, da kommt ja, da sage ich halt immer, mir fehlt so ein bisschen die kriminelle Energie. Das ist schade. Ja, anscheinend geht's mir zu gut oder so. Ich habe keine Ahnung. Das habe ich auch zu meiner Frau früher schon gesagt. Wir sind beide aus dem Einzelhandel. Wir waren Geschäftsführer im Einzelhandel. Ich im Discount, meine Frau bei Kaufhof. Wir haben gesagt, auf was für Ideen die Leute kommen. Ist das geil, um an Geld zu kommen? Da kommen wir gar nicht drauf. Die es hart treiben, die treiben es richtig hart. Die treiben es aber auch Millionen hart. Aber das Schlimme ist ja gerade, wenn du Leute hast, die sich 30.000 Euro zusammengeliehen haben aus der Verwandtschaft und eben in dieses Becken Amazon eintauchen und denken, dass sie da Gott weiß was reißen und eben wirklich durch Nichtwissen in so einen Strudel reinkommt. Das sind die mir leid tun. Und wo du auch wirklich, ihr glaubt gar nicht, wie viele Fälle ich habe, wo du auch rausgehst. Ich fahre viele auch besuchen. Also sie kommen nicht nur zu uns. Wo du wirklich draußen sagen musst, müssen, boah, Alter, ist hart. Wir müssen mal langsam zur zweiten Frage kommen. Das, was ich jedem mitgeben möchte, ist, wenn ihr den Eindruck habt, ich sage das genauso platt und ich meine es auch so, wenn ihr den Eindruck habt, dass ihr klamm seid oder in Schwierigkeiten reingeratet oder ihr sie seht, eure Rechnung, eure Verbindlichkeiten zu bezahlen, sprecht aktiv in Communities, wendet euch an den Björn, wendet euch an, wenn ihr in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen seid, wendet euch an euren Steuerberater, wendet euch an euren Rechtsanwalt. Investiert noch die paar 100 Euro und versucht euch erklären zu lassen, wie der Status eures Unternehmens ist. Und im Zweifelsfall ein paar Wochenenden hart grinden und zuschauen, dass ihr an die Basics kommt, dass ihr für euer eigenes Unternehmen die Zahlen ermittelt. Nur tut eins bitte nicht, steckt nicht den Kopf in den Sand. Ihr habt ja in der Regel ein Gefühl, dass ihr in einer Krise steckt und ihr wischt das oder viele wischen das damit weg. Es wird schon wieder irgendwie funktionieren. Das hätten wir immer Jutti Jange. Und wie wir Kölner sagen, nee, in diesem Falle ist es halt echt blöd. Entschuldigung, das solltet ihr nicht anwenden, sondern ihr solltet wirklich ganz konsequent sein und eure Zahlen fixen, dass ihr exakt wisst, wie eure Situation tatsächlich sich darstellt. Und damit sind wir dann noch bei der zweiten Frage. Wann steht eine Insolvenzreife an und worauf sollten Händler achten? Das ist eine gute Frage. Das ist jetzt auch mal was. Was sagt Björn jetzt? Also, was sind so typische Warnsignale, die vielleicht, ne? So, das wäre mal geil aus Insolvenzverwaltung. Also, generell für dich selber als Warnsignal. Also, das, was du gerade eben gesagt hast, ist, kann ich nur 100% zupflichten. Das muss ich auch ganz, ganz dringend jedem raten. Merkst du, dass es eng wird? Und das merkt jeder. Das ist halt der Punkt. Ego is the biggest enemy. Wenn mich hier in meiner Community, in der ich unterwegs bin, werde ich auch mal gefragt, so, was sind die Gründe? Und dann sage ich, das Ego. Du willst es nicht wahrhaben. Du merkst es, aber du willst es nicht wahrhaben.
Ja, du kannst ja nicht scheitern. Du darfst ja nicht scheitern. Den Makel, den du am Anfang gesagt hast. Ganz platt gesagt, was ist ein Indikator? Du kannst deine Rechnung nicht zahlen. Das hört sich jetzt wirklich lächerlich an. Aber das ist auch wirklich basierend auf der Insolvenzordnung der Punkt. Kannst du deine fälligen Rechnungen perspektivisch innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nicht bezahlen? Gibt's drei unterschiedliche Sachen, drei Paragraphen 17, 18, 19 Insolvenzordnung. Hast du zum Teil das Recht, Insolvenz anzumelden, um dich zu sanieren, oder die Pflicht, Insolvenz anzumelden und darauf zu hoffen, dass du einen vernünftigen Insolvenzverwalter kriegst? Wenn du das aber rechtzeitig erkennst und du bist noch in dem Recht, eine Insolvenz anzumelden, also du kannst nicht mehr zahlen, du merkst, es wird eng, dann kannst du zu mir kommen und kannst sagen, hör mal, das sieht gerade ganz übel aus. Keine Ahnung, wie das noch funktionieren soll, aber ich habe noch Geld für, ich sag, 3 Monate. Ja, 3 Monate reicht's noch. Dann kannst du ganz oft das Ruder noch rumreißen, weil du eben auch mit der Insolvenz oder in dem Fall, ich spreche jetzt von, das habt ihr auch schon gehört, was die Benko-Gruppe macht, die Signa-Gruppe, das ist ein Schutzschirmverfahren oder ein sogenanntes eigenverwaltetes Insolvenzverfahren, kriegst du so geile Möglichkeiten, dich zu sanieren, von Verträgen zu trennen. Nur du musst erkennen, dass es frühzeitig ist. Und die Frage, wann ist es frühzeitig, wenn du erkennst, dass du deine Rechnung nicht pünktlich bezahlen kannst. Und damit rede ich nicht davon, dass du sagst, oh, diese Woche ist eng, ich zahle die Umsatzsteuer nicht am 9., sondern erst am 10. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass du abends noch am Rechner sitzt und dir überlegst, okay, ich kann in den nächsten 4 Wochen alle Rechnungen nicht fristgemäß bezahlen. Ich zahle meine Lieferanten, meine Lieblingslieferanten zahle ich noch, weil sonst geht's nicht. Alle anderen müssen warten. Es gibt eine Daumenregel, wenn du 21 Tage nicht mindestens 80% deiner Verbindlichkeiten bezahlen kannst, dann solltest du die Hilfe suchen. Das ist aber, dann bist du schon in der Zahlungsunfähigkeit. Ich gehe davon aus, dass du so, also ich sag mal, drohend zahlungsunfähig bist. Also du redest von der Zahlungsunfähigkeit. Wenn du drohend zahlungsunfähig bist, dann hast du auch nur die Chance auf eine Eigenverwaltung. Oder in vielen Fällen, kommt auf den Richter an. Dass du halt wirklich, dass du das siehst, dass du weißt, oh scheiße, OSS ist fällig, boah, das, wie viel ist das? 98.000, fuck, wo kriege ich die Kohle her? Ich muss einen Kredit aufnehmen. In dem Moment ist vorbei, in meinen Augen. In dem Moment, wo du sagst, du kannst Steuern, das wäre für mich, glaube ich, wirklich ein harter Indikator. Kannst du deine Steuern nicht bezahlen, Sozialversicherungsabgaben, das Schlimmste ist, zahl immer Steuern und Sozialversicherung. Alle anderen musst du auch zahlen, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, was ich sage, aber die am allerwichtigsten sind. Ja, die am allerwichtigsten sind. Die wirklich gar keine Gnade kennen. Das ist Finanzamt und Sozialversicherungsträger. Und die sind nicht böse oder so, das meine ich damit nicht, sondern die haben halt einfach Vorgaben. Und zahlst du nicht, dann melden die für dich Insolvenz an. Und wenn es was Schlimmeres gibt, als Eigeninsolvenz anzumelden, ist es ein Fremdantrag. Weil da hast du gar keine Schnitte mehr. Ja. Also, das möchte man nicht. Man möchte nicht mit dem Finanzamt Stress haben. Ja, das ist ungünstig im 100, besten Fall. 100% bei dir. Und da solltet ihr auch tatsächlich teilweise, also zum einen solltet ihr eine Cashplanung machen, wirklich, dass ihr in der Lage seid, eure Rechnungen zu erfassen und eure Zahlungseingänge. Zumindest auf Prognosebasis solltet ihr die haben. Das bringt eine ganze Menge, das bringt auch nachher eine ganze Menge, wenn es schief gegangen ist und ihr gegenüber dem Insolvenzverwalter bzw. gegenüber dem Staatsanwalt argumentieren müsst, ist das eine ganz, ganz wichtige Sache. Und, das hatten wir eben gesagt, das Thema Ego, Björn, ja, im Zweifelsfall geht auch zu eurem Lieferanten und sagt, ihr seid gerade mal klamm. Und genau so, wie es ist, sagt, ihr seid klamm. Und auch da noch ein Tipp aus der Praxis. Euer Key-Accounter wird nicht immer derjenige sein, der euch über eine Verlängerung eines Zahlungsziels entscheiden kann. Aber wenn ihr ihm mitteilt,
ich zahle anstatt in 60 Tagen jetzt in 120 Tagen. Das macht ihr in einer Mitteilungsform und ihr widerspricht dem nicht. Habt ihr eine Zustimmung? Das ist ein ungeschriebenes Gesetz, was mit den Key-Accountern recht gut funktioniert. Meine Lebenserfahrung. Es kommt kein Widerspruch. Kann ich so unterschreiben. Wobei es wichtig ist, gerade wenn es zum Schwur kommt, dass du schon eine schriftliche Bestätigung hast. Da geht es aber um deine, dass du dich haftungsfrei stellst, dich selber. Das ist dann noch ein wichtiger Punkt. Das Witzige ist, ich denke die ganze Zeit, und auch wenn wir uns hier unterhalten, dass ich so von Basics ausgehe, die jeder macht. Aber das, was du gerade sagst, ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Stell eine Liquiditätsplanung auf. Und damit meine ich nicht die BWA, sondern du nimmst dir dein blödes Excel oder Google und tackerst da rein deine ganzen Dauerschuldverhältnisse. Dauerschuldverhältnisse ist alles, was wiederkehrend ist. Also Telekom, Leasingrate, Leasing, ja, weiß ich nicht, Zeitungsabo, ist mir vollkommen wumpe. Tackerst du alles rein, auch was quartalsmäßig wiederkommt, Versicherung, Umsatzsteuer, alles. Alles schreibst du da rein. Jährlich vielleicht auch wiederkommt, ne? Versicherung, ja. Jahresanfang. Ja, also du brauchst auch gar kein high sophisticated Tool da draußen, oder es gibt natürlich auch echt kongeniale Finanzcoaches da draußen, die für einen schlanken Euro oder für nicht so schlanken Euro dir das abnehmen. Aber das kann man in der Regel ganz oft selber. Ja, wenn man jetzt nicht gerade DVG ist, dann habt ihr garantiert eine Finanzabteilung, die das in detailliertester. Nee, aber Spaß beiseite. Ja, es gibt auch viele, die sagen hier Management bei Kontostand. Ja, es ist auf dem Konto noch so und so viel drauf. Heute kann ich Rechnungen bezahlen. Oder hey, in Sellerboard steht aber drin. Ich bin aber, mach ganz, ganz viel Gewinn. Ja, hast du da auch alles eingetragen, mein Freund? Das habe ich mal bei einem Coach gesehen. Hör mal, der erzählte auch, wie erfolgreich der ist. Und dann konntest du am Screenshot erkennen, dass der da nichts eingetragen hatte, wo ich denke, das kann doch jetzt nicht echt ernst sein. Nee, ernst, das ist halt auch so Augenwischerei. Also ich meine, ich bin ja auch in so einer in sehr kleinen Gruppe unterwegs. Da sind 12 Seller, die alle sehr, sehr, sehr gut unterwegs sind. Da für die ist das alles gesetzt. Ja, da erzähle ich keinem was Neues. Die fragen natürlich auch, Björn, wie kann ich denn vorbeugen dem Insolvenzfall? Ja, gut. Also ich könnte natürlich viele schlimme Sachen erzählen und so, aber das Beste ist einfach weniger ausgeben als einnehmen. Ja, und dann brauchst du dir auch keine großen Sorgen. Es kann immer was passieren, aber im E-Com eigentlich weniger als in der Industrie. In der Industrie kann dir mal ein Lieferant ausfallen. Oder dir kann ein Kunde kann die Rechnung nicht zahlen. Dadurch kannst du in Schieflage geraten. Aber, oh, hey, stopp. Aber Amazon kann jetzt genauso passieren. Die frieren dir mal eben das Konto ein. Ja, was haben sie gemacht Ende letzten Jahres? Ja, haben mal eben gesagt, hey, wir überprüfen mal, ob ihr euren steuerlichen Verpflichtungen gerecht werdet. Wir frieren mal. Einer von unseren Jungs aus der Community, innerhalb von 7 Tagen lagen da 1 Million. Jetzt musst du erstmal wegatmen. Das ist das so. Ja, die Million brauche ich aber. Ja, also ich meine, wir reden ja nicht über Peanuts, also kann dir das natürlich da auch passieren. Und da habe ich mit, ich habe viel mit Bankern zu tun, logischerweise, habe ich auch mit denen drüber geredet und die sagen, ja, natürlich unterstützen wir Seller, ja, aber nur bis zum gewissen Grad, weil wir sind schon ein bisschen risikoscheu, ja, wir nehmen zwar gerne, also ich überspitze es, ja, wir nehmen zwar gerne 10% Zinsen, aber mit Risiko eigentlich nicht so gerne, ja, und da steigt dann auch die Bank aus. Die hilft dir vielleicht über eine Hüppel, aber, ja, oder wo wir uns auch drüber unterhalten haben, die Rückstellungen bei Amazon, dass die geändert werden, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich hart bin. Da sage ich, das darf eigentlich nicht viele interessieren. Wir reden über Peanuts in meinen Augen, ja. Also wenn du sagst, von 7 auf 14 Tage wird die Rückstellung erhöht, ja, so what? Ja, in der Industrie redest du von 30, 60, 90, 120 Tagen Rückstellung, ja, bis der Kunde mal zahlt. Das musst du drauf haben. Es sei denn, dein Business ist so tight, und dann musst du dir über andere Sachen Gedanken machen. Das ist halt einfach auch so. Aber da bin ich vielleicht allein auf weiter Flur. Ich weiß, viele Händler freuen sich gerade darüber. Ich sehe es anders. Wenn du mit deinem Unternehmen in der Krise steckst, du hast einen 30-prozentigen Umsatzrückgang, hast eine gute Finanz-Business-Liquiditätsplanung, du hast den Linien auch
prophylaktisch gesichert, dann stehst du irgendwann in der Linie drin. Und alles gut. Wir reden ja nicht von 7 auf 14 Tage, sondern wir reden ja im Prinzip von 7 Tagen auf in der Realität 21 Tagen. Und von wenn ihr dann auf einmal. DD plus 0. Entschuldigung. Sieht genau. Von 0 oder von einem Tag. Und du hast dann auf einmal ein bisschen Unternehmen, was weiß ich, so 100 Millionen im Jahr macht, dann bist du auf einmal, dann fehlt dir eine Million. Und wenn du, und auf die musst du dich vorbereiten, und wenn dir die Million fehlt, dann bist du auch nicht mehr mit deinem Abteilungsfuzzi, mit deinem Key-Accounter bei deiner Bank sprechen. Dann bist du schon auf in der Dimension bist du schon auf Direktorenebene. Ja, kommt auf die Bank an, ne? Aber ja, sicher, das ist ganz witzig. Ich war mit einem von der Hypovereinsbank Essen und der hat mir dann auch nochmal so die Kreditlinien und so, was für die eigentlich, ne, groß und nicht so groß ist. Und er sagt, ja, du, alles bis 10 Millionen ist okay. Ja, alles darüber wird interessant. Also jetzt nicht, dass für die Sachen darunter uninteressant sind, sondern das sind einfach Mechanismen, wie guckst du drauf, welche Risikobewertungen machst du und so weiter und so fort. Aber generell musst du halt sagen, wir reden halt über ein Geschäft im E-Commerce, was sehr, sehr schnell ist, wo du anscheinend sehr enge Margen zum Teil hast, sehr hohen Wettbewerb. Und man darf natürlich auch da nicht vergessen, das ist aber geht nicht in die Insolvenzrichtung, aber darfst natürlich auch da nicht vergessen, wie Amazon, ich rede jetzt schwerpunktmäßig von Amazon, die Gebührenstruktur geändert hat in den letzten Jahren, ja, und was dir das an Marge wegfrisst. Ja. Das verstehe ich halt auch so. Sorry, das verstehe ich nicht. Die Margen, also jetzt Kosten, eine Veränderung der Kostenbestandteile deiner Kalkulation treffen in der Regel jeden. Das bedeutet, ja, klar, einfach den Mut haben, auch das tatsächlich dann in den Verkaufspreis einzupreisen. Und ich verstehe nicht, und ich verstehe es einfach nicht, dass das viele Händler nicht tun. Ich habe letztes Jahr ein Unternehmen saniert, die haben 1,1 Millionen Miese gemacht. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, zeig mal alle Artikel, wo wir kein Geld verdienen, heben wir die Preise an. Klar sind die Umsätze nach unten gegangen, aber wir hatten eine schwarze Null. War ganz einfach. Das ist total witzig, weil es ist genau mein Reden. Ich habe mit so vielen zu tun, die sagen, ja, wir verkaufen nur über einen Preis. Dann sage ich dann, hör auf zu verkaufen. Ich wollte gerade sagen, aber bist du jetzt genau bei so einer Generalist, wie du vorhin gesagt hast, wenn du merkst, weiß nicht mehr genau, hattest jetzt mehrere so eine Aussagen, wenn du merkst, kannst deine Rechnung nicht bezahlen, im Prinzip, mach dir mal einen Kopf. Ähnlich ist es, wenn du an einem Punkt bist, dass du sagst, ich verkaufe eigentlich nur gut über den Preis, dann hast du genauso ein Problem, weil dann hast du ein Problem mit deinen Artikeln, dann hast du ein Problem mit der Besonderheit deiner Artikel, ja, how unique sind die im Markt, wie besonders sind die, wie gut ist die Qualität, wie gut ist dein Service, wie gut ist deine Beleumundung als Marke, als Brand, als whatsoever. Wenn du wirklich sagst, also eigentlich, wenn ich den Preis um 50 Euro senke und alles nur noch 1 Euro kostet, dann kaufen sie es wie blöde, so schlecht kann mein Artikel nicht sein, ja, okay, dann hast du irgendwo anders bist du mal falsch abgewogen vor ein paar Jahren. Und Kinder, wir sind, ich muss Hardcut machen, wir sind 8 Minuten überziehen. Ich hatte den Björn ja glücklicherweise im Vorfeld schon gefragt und habe ja auch direkt jetzt die Insolvenzserie angekündigt mit Volume 1. Das heißt, wir sehen uns nochmal wieder, Björn und Malte, und werden das Thema auch tatsächlich nochmal vertiefen, weil ich glaube ganz ehrlich, wir sprechen hier über Dinge, die echt wichtig sind. Eine Sache habe ich noch, ein Zuschauer hat noch reingeschrieben als Kommentar, Existenzsicherungsverfahren. Magst du dazu kurz noch was sagen, Björn, zum Abschluss? Existenzsicherungsverfahren, was Staruk oder also es gibt x Verfahren, die du angehen kannst, aber Existenzsicherungsverfahren, ganz ehrlich, habe ich keins, begleite ich keins. Ja, also das müsste noch ein bisschen spezifischer sein, was ihn da interessiert, weil es gibt also ganz, ganz viele Verfahren, die du anstoßen kannst, wenn du in der Krise bist. Das ist einmal relativ neu, das ist das Staruk, also da sind wir von 2021, Stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, das ist im Prinzip einfach nur eine Sanierung auf Bankenebene, da fasst du Personal und so gar nicht an, und dann hast du die Eigenverwaltung. Dann hast du das Schutzschirmverfahren, das vor der Eigenverwaltung machen, aber eigentlich nur große Konzerne, siehe Benko, oder du bist zu spät, dann bist du im Insolvenzverfahren.
Existenzsicherung, also das, es ist halt relativ schwierig, weil ich in meinen Fachbegriffen sehr klar unterwegs bin, in welche Richtung Ihnen das interessiert. Kann ich gerne was zu sagen, auch fürs nächste Mal, nehme ich mit, dann erkläre ich was darüber, sehr gerne. Perfekt, dann danke ich dir, Björn. Ja, dann gehen wir jetzt mal offline. Danke an die Zuschauer. Und ja, Malte ist schon wieder, war schon wieder gerade mal weggetaucht. Ich habe einen Zettel genommen, weil ich will mir was notieren. Mein Gott, Herr Steyer. Ja. Also, schönen Abend.